zweimal der gleiche Ton. Alle Zeichen stehen auf gut. Wetterbericht. Erwarte morgen einige Zoll Schnee, also einige Zentimeter. Ah, ja, die Geister sind heute ein wenig verärgert. Der Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Königin der Soße! Oh, Kürbistorte. In meinem Haus ist es Tradition, während des Reigens des Wintersternes, Kürbiskuchen zu essen. Diese Jahreszeit ist einfach nicht vollständig ohne diesen wunderbaren Geschmack, den du erreichen kannst. Mit den feinsten, farbenfrischen Kürbissen erreichen kannst. Ein wenig Nutmeg, Zimt und Clove, also irgendwas will ich in ein Land des Crimson und des Goldes. Des Honig von, wo Honig und Gold fließt. Oder wie Milch und Honig fließt. Ja. Spam-Mails. Was machst du denn gerade? Hallo, Rainer. Ich hoffe, der Winter hat dich nicht zu hart erwischt. Wie dem auch sei, ich schreibe dich weil ich einfach danach ein bisschen Hartholz frage. Ich brauche ungefähr 10 Stück, wenn du welche hast. Wenn nicht, keine Sorge. Einfach Kontenance bewahren. Natürlich. Journal Eintrag. Tja, und damit mal wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme des Let's Plays Stardew Valley, das mit Sicherheit niemand sehen wird. Ich bin wirklich das ist noch nicht mal ironisch gemeint. Ich bin eigentlich sogar froh darüber, dass niemand meine Folgen überhaupt sieht. Dass niemand meine Stardew Valley Folgen sieht, weil so kann ich mir als jemand, der praktisch nie gesehen wird, auch mal gröbere Schnitze erlauben. Zum Beispiel kann ich den Zuschauer, der du bist, vielleicht Zuschauer bist, einfach mal eben rotzfrech als Arschkrampe bezeichnen und es würde niemandem auffallen. Warum? Ganz einfach. Es guckt ja niemand. Was wollt ihr eigentlich mal machen? Ich habe wirklich vergessen. Naja, ist auch wurscht. Ich muss erstmal natürlich das Kätzchen das machen. Marzi! Halt, von ihm. Hey, so, jetzt aber. Die machen wir mal kurz. So, was ist vor? Der ganze Zaun ist schon wirklich für den Arsch. So, weg damit. Der ganze Zaun ist wirklich hinüber. Macht aber nichts. Im Winter muss ich eh neu organisieren. Also gegen Ende der Jahreszeit. Da kann ich wenigstens noch mal was anderes anbauen. Außerdem in einem viel größeren Feld vor allem. So. Also wie gesagt, ich bin wirklich froh darüber, dass da keiner zuschaut. Da kann ich mir zum Beispiel sagen, so ihr kleinen Leutchen, wenn ihr nicht wollt, dann bitte sehr. Ja, da kann ich jederzeit aufhören und es würde eh niemanden interessieren. Ich habe mir mal schlau gemacht, was für Sachen diese kleine Jas denn eigentlich so mag für den Winter. Und die mag natürlich irgendwelche Feenrosen oder Fairy Rose oder wie sie das nennt. Diese Fairy Roses mag sie ja unglaublich unwahrscheinlich gerne. Und von daher. Oh. Werde ich ihr dann zum Reigen des Wintersternes natürlich dann auch diese Fairy Rose schenken. Aber erstmal muss ich. Wo waren das nun mal? Sogar Qualitätsware. Ist ja unglaublich. Und hier natürlich auch. So! Haben wir denn eigentlich schon Buddy Holly irgendwo? Oh. Ja, so. Kann man hier natürlich organisieren. Ja, Qualitätsware natürlich immer vor. Wir gucken mal. Social Blade! Emily Rose möchte. Und ja, der Abby gebe ich mal was richtig Geiles. Was geil, etwas, was ihr so geil macht, dass sie vor lauter sexueller Erregung nicht mehr zur Vernunft kommt. So. Hallöchen, es ist schon 9 Uhr und ich habe nichts Produktives, Sinnvolles gemacht. Ist ja unglaublich. Mein Gott. Oh, ich muss ja der Robin Hood natürlich noch. Und das wäre natürlich, ja.
Evelyns Geburtstag habe ich natürlich verpasst. Ich bin auch für Enesadine, mach doch selber, du Mann. Du Blumenkind, Flower Power Child. So, ich gehe erstmal hier nach oben, um der... Ein fettes, nettes Geschenkchen. Wir machen also, sofern sie überhaupt noch im Hause... Hallo! Hui! Ich liebe das wirklich! Oh, du bist die Beste! Ich habe dieses zwei Zeichen gemacht. Ja, der vorher natürlich, ja. Was magst du, was denkst du? Ich lade lieber den Dschungel, diese Dschungelinsel und den Tiger. Ich meine, kommt mit der Kampfaxt. Ich mag gar nichts von beidem um die Scheiße, Mann. Ich würde den Ork. Ich bin so froh. Es ist wirklich beschämend, deine Zeichen mit anderen Leuten zu zeichnen. Also ein bisschen peinlich. Aber ich denke, du und ich, wir sind... quasi auf derselben Welle, wir sind auf einer Wellenlänge, so meine ich das. So, auf einer Wellenlänge. Ja, Oh, da kommt der Rollstuhlmann. Ist ja nicht kalt. Die machen die nicht. Ja, das freut mich auch. Die laufen jede Jahreszeit, jeden Tag lang immer in immer der gleichen Kleidung rum. Da wundert man sich wirklich eins. Wo war das nochmal? Wo ist die Emily? Wo wohnt denn die Emily denn eigentlich? Da frage ich mich echt. Hallöchen! Ja, das denke ich manchmal auch. Müll abräumen, Müllabfuhr. Hier kommt die dörfliche Müllabfuhr. Die sagt, hallo, wir möchten gerne von ihrem Besitz ergreifen. Du bist nicht Freund genug mit Halle Belly, weil sie mag kleine Röschen. Hallo. Du Strickmaschine, auf zwei Beinen. Danke dir, ich fühle... Ist das jetzt ein Bug oder was war das jetzt gerade? Hi! Es gibt hier keine Haie! Oh, ich habe das nicht gelesen. Scheiße, Mann! Ist ein Tonband drin. Eine Kassette. Freiform, Tanzrhythmen. Ist ja die reinste Weiberbude hier. Ja. Ja. Oh, stimmt. Ich wollte wie viele Bücher werden eigentlich noch geklaut? Wer macht das eigentlich? Ist das der Bürgermeister, der sich jede Nacht irgendwas reinpfeift und dann, und kann sich am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern? Ist ja höchstwahrscheinlich so. Manometer. Ja. So. Du der Zuschauer, der nicht existente Zuschauer. Verpiss dich. Du bist doof. Ich will nichts von dir wissen. Ha! Ist doch mal was Schönes, wenn man nicht beachtet wird. Das meine ich wirklich ernst. Nicht ironisch. Von wegen. Also, so. Hui! Du hast genau das gebracht, was ich brauche. Ich furchte auf dich. Ich verlasse. Ich kann nicht mehr auf dich aufziehen. Dies halt ist Perfektamente. Das ist exakt, was ich brauche. Dankeschön. Meine Mama braucht mir immer Wabe. Hätte beinahe mein Haus in Feuer gesetzt letzte Nacht. An den Brand gesteckt. Mit einem seiner komischen, illegalen, heimlichen wissenschaftlichen Experimente. Eine seiner Schnabeltaschen oder Bechergläser. Eine Bechergläser explodierte und hat einen Feuerkugel Richtung diesem Dachding da. Diesen Dachziegeln geschossen. Danke, Juba. Juba, sei Dank, dass ich feuerresistenten Lack verwendet habe, welchen ich. Und so. Hallöchen. Dann Robin Hood. Mann, mach ihr die Emily doch, mach den Singles doch keine Konkurrenz. Die Penny soll doch auch mal zum Zug kommen. Ich werde so schläfe, wenn es kalt ist. Ja, Wintermüdigkeit. Für die Freude. So viel Holz wie du möchtest hier zu ernten, Stein natürlich auch.
und diesen ganzen Player. Aber ich bin Flipper Wumpikowski. Ja. Wir gehen jetzt nach. Warte mal. Weißt du was? Wir probieren es einfach mal. Wir sind schon im 90. Stockwerk gekommen. Bam, 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 bam. So, hier brauche ich ja noch nicht mal irgendwie was wegzuschnipseln. Weil ist ja schon scheiße genug. Mann. Tolle actiongeladene Musik. Musik voller Konzentration. High Concentration Music. Cool. Awesome Beat. Der Beatniks. Der Beatnik comes alive. The Wally comes alive. Mix Seed. Ach, heiße. Kann man eigentlich hier? Hallo? Oh, da ist ja sogar was. Hallo? So, dann essen wir jetzt mal ein bisschen. Ich hätte an die Nahrung denken sollen, aber naja, ist jetzt auch zu spät. Ist auch wurscht. So, weg mit dem ganzen Kappes. Bam, 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 bam. Yeah. Hui, yeah, hui, yeah. Hallo, Loba, man, Herrgott. Bum, 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 bum. Fluch der Lava-Bewohner. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. So, und jetzt aber wirklich. Hallo. Weg mit dir. Yeah, oh, yeah, oh, yeah. So, weg mit dem Lavastein. Ich brauche euch ja nicht zu unterhalten, ihr Zuschauer da, ihr, die ihr komischer guckt. Was ist denn das denn hier? Ist incredibly heavy. Brauche ich nicht, weil ist nutzlos und hab ich ja schon. Weißt ihr was, ich frech mal kurz mehr was von dem ganzen Zeug. Happy, happy. Ja. So. Und ich kann sogar seitlich hacken, obwohl der Stein rechts neben mir ist. Scheiße, Mann! Bum, 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 bum. Ihr Menschenausbremser! Ihr seid auch fliegende Primaten. Primaten sind deine Paten. Boom. 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 Es kommt auf ein Timing an. Boom. Verpiss dich, du Arschklampengefleder. Du Fledermaus. Wo ist denn nun die Leiter nach unten? Mein Göttchen. So. Hallöchen! Hallo? Weißt du was? Nee, ich hab doch keine Bäumchen. Ich hab leider keine Bomben dabei. Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Verpiss dich! Du Arschkampenfledermaus! So, und da niemand meine Let's Play Folgen zuschaut, kann ich euch sagen, verpiss dich! Blöder, nicht existenter Zuschauer! Yeah! Ich necke damit nicht nur, sondern es macht mir Spaß, Zuschauer zu beleidigen, die gar nicht existieren. Seid ihr nicht der Macht des Internets bewusst? Seid ihr der Macht des Internets? Das internationale Netzwerk ist bekannt. Das Internet. Hallo, hallo. So. Das Internet. Hallo.
Ja. Wir möchten Sie darum bitten, dieses ganze Zeug hier im Clay brauche ich auch nicht mehr. So, also, hallo. Hallöchen. Dieses ganze Geschwurbel hier. Manometer. Na. Oh. Ah, zum Glück kann ich ja nach unten. Hallo, sei doch nicht so robust. Ich verbiete es hier so robust zu sein. So, schon 95 Stockwerke erreicht. So, jetzt aber das letzte Omelettchen. Hallo, das letzte Omelettchen. Gefressen. Dann natürlich noch das Brötchen hier, weil, ja, und so. So, weg damit, weg damit. Wir gehen mal ganz schnell nach unten, so. Au, ah, aua, ah. Hallo. Es ist unfair, was ihr macht. Manometer, meine Hackfresse, ey, alter Bohr. Alter Schwedikowski. Ruslan Rusikowski. Ivan Rusikowski. Lava Dweller. Ich fresse mal kurz, weil sonst werde ich in Ohnmacht fallen. Das ist leider per Gesetz so geregelt worden. Leider. Rusli Krusse. Oh. So. Na, du kleines Arschkrampenviech. Du bist genauso hässlich wie diese Zuschauer da. Hausen. Hui, yeah. Und wisst ihr, warum ich so unbekannt bin, so klein? Also nicht nur rein physisch, sondern YouTube-mäßig. Ganz einfach. Ich bemühe mich mit Absicht gar nicht drum. Ich mache mir wirklich keine Mühe mit, überhaupt mal aufzufallen. Ob das positiv oder negativ ist, ist mir Wumpe. Ich möchte schlicht und ergreifend eigentlich auch gar nicht groß werden und irgendwie auffallen. Ob das positiv oder negativ ist, ist mir wirklich wurscht. Hallo, so. Oh. Ja. So. Oh. Hallo. Weg damit. So, jetzt verlassen wir die Minikowskis und verabschieden uns für den Tag der roten Weißen. Ja, ey, Alter, boah, ey, Schlampikowski, das ist wirklich schlampenmäßig geil. Was ist denn in dir gefahren? Gar nichts. So, also ich habe wirklich festgestellt, es guckt niemand. Und wisst ihr was, ich jammer überhaupt nicht drum. Mir ist es völlig wurscht. Mir ist es wirklich völlig wurscht. Na, du nervst damit echt, ey, Alter, wir wissen schon, dass wir dich gucken, ne? Ist mir wurscht. Ich bemühe mich nicht drum. Erstens, Facebook und Twitter und diese ganzen anderen hässlichen asozialen Netzwerke benutze ich schon aus Prinzip gar nicht. Und zweitens, ja, was denn eigentlich? Gerade habe ich das hier im Kopf, jetzt habe ich das wieder vergessen, was das zweite ist, was ich sagen wollte. Egal, ist auch wurscht. Also Facebook und so weiter benutzen diese Hackfressenbuch wirklich gar nicht. Warum bemüht? Weil ich diese ganzen Netzwerke wirklich asozial finde. Ja. Komm. So. Meine, boah, ey, Hackfressen-Spackikowskis, ey, Alter. So. Level 6, Mining, Leveling, Boom, Boom, Taliban. Die Taliban sagt, Hallöchen, Popöchen. 710 Euro. Hab ich gemacht. Wenn ich Steuerung F drücke, passiert nichts. So. Wetterbericht. Willkommen zu Kurs 5. Morgen sind einfach zur Schnitzel geworden. Ich verspüre einen neuen Zuschauer irgendwo.
Die Geister sind heute neutral, das finde ich auch. Leben vom Land. Hallöchen, ich bin's mal wieder zurück. Also immer diese komischen drei Bräunchen, Ja, hab ich schon gesehen, diese komischen Würmchen da draußen. Ja, wir sind bloß zu Hause geblieben. Ich sollte mich um die Hühner kümmern. Die sind ja keine Eier. Also, sie ganz böse. Wo hab ich denn da jetzt Heu abgelegt? Hier. War das hier? War das hier? Oh, ich hab mein Opa-Gedächtnis. Deswegen kann ich dann mit ihm. Hallo, mein Gott, ey, alter Boah, ey. Boah, ey. Cool. Boah, ey. Die ganzen, ich verklick mich immer wieder. Wo sind die Solaressenzen nochmal? Hallo! Solaressenzen erscheint! Mann, ey! Wo sind die? Hier, da. Die tue ich dann irgendwo anders. Und muss ich immer 3 Milliarden Jahre lang suchen? Das möchte ich gar nicht. So. €90. So. Ja. Marci, ich hasse dich. Ja, mach du. No. Yeah. Lieben die mich noch? Ich hab grad ein Ei gemopst. Wer ist wer? Der große Huhn ist der Hühnchen. Ich brauche mal Qualitätseier. Eieiei. Wie gleich der Blut das aufzufressen. Damit wir das aufzufressen. Ist ja unglaublichst. Unglaubwürdig. So, natürlich mal. Hier! Und jedes Mal tue ich es in einer anderen Truhe. Ja, das mache ich immer so. Ah ja. Gut, da. Unglaublich. Mein Gottchen. Das Zäunchen ist ja leider, ja. Na und so. Der Robin Hund, der kann ja auch ein paar Steinchen verkicken. Macht eher sicherlich Spaß. Bum, bum. Und wenn ich das hier mache, das macht so fette Aua, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie fett Aua das macht. Hallo. Mein Gott. Klopfe, 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 klopf, 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 so. So. Und ich hatte gleich ein paar Zuschauer kommen und sagen, hey, du da, überschätze dich nicht. Wir gucken dich schon. Es gibt noch lange keinen Grund, dich zu beleidigen. Doch, mich guckt eh keiner. Also kann ich das machen. Und wisst ihr was? Ist mir völlig wurscht, was ihr davon haltet. Wenn ich euch beleidige, dann bitte sehr. Wenn ich damit anecke. Ich kann auch ins Mikro hulpsen, wenn ich wollte. Tue ich aber nicht. So. Ja, ne? Da seht ihr mal. Oh, White Essence. Soll ich doch mal den Zauber. Soll ich das mal den Zauberer bohren? Ich hab grad gedacht, meine Stimme halt ein bisschen so. Hab ich grad das Gefühl gehabt. Es halt. Ich halte irgendwie so. Soll dann irgendwie so im Hintergrund irgendwie so. Als würde ich gerade in so einer Echokammer oder irgendwie sowas. Hab ich gerade gewundert. Kastalen. In Katalanien. Katalonen. Katalonen. So. Ach stimmt, ist ja wurscht. Weg damit. So. Ja, genau. Mach du das nur. Ich kann mich da echt nicht darüber beklagen. Über die Freiheiten des kleinen Sands auf du Röhre.
Ich gehe gerade schnurstracks meinen Weg. Ich werde nun endlich meinem Ziel entlang in der Nähe sein. Ich werde Stardew aufnehmen und die 100 Folgen durchkriegen. Dann 72, 73, oder guck nicht zu, der ist blind auf beiden Augen geworden. Wahrscheinlich wegen Alzheimer-Demenz und so. So, jetzt PAM! Ui, das ist ja lecker. Ich fress die Scheiße mal. Lecki Schlecki Kowski. Ich gebe dem Bürgermeister mal. Hallöchen. Ui, das ist großartig. Yeah. Unglaublich. Hallöchen. Wir reden mal wieder mit dem Neues. So. Keine Belohnung, ja, ja, ja. Es gibt keine Bücher mehr. Gibt es hier irgendwo noch fehlende Bücher? Bücher, Sandstein. Ich komme aus Sandstein. Er kommt aus Steinfurt. Lada, dada, lala, ich habe alle Bücher gesammelt, die es zusammen gibt. So, was wollte ich einmal? Ah, Richtikowski. Hallöchen. Du kommst mit ich besuche dich nicht, du bist uns begegnet. Und das Pokémon ohne Lübe. Oh, das ist aber wirklich sehr nett. Ich wollte hier lang, so. Ja, ey, Alter. Das hätte ich mir gar nicht gedacht. Ich muss gleich aufpassen, weil sonst werde ich noch verhungern. In dieser Kälte mit einem Winterspök anfressen. Das wird die Weight Watchers, die Gewichtsbeobachter und die Fettfighters von Little Britain nicht freuen. Dislike ohne Dislike. Ich rede. Quatsch ohne Ende. Helge Schneider ist ja ein Witzdegen. Hallöchen. Oh, Rainer. Schoppi, Schoppi, Kowski. Ja. Hallöchen. Best Friends. Hab ich ja nicht irgendwas genommen? Hab ich da irgendwas? Was für ein Gegenstand hatte ich denn vorher gerade hier? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da war irgendwas, jetzt hab ich da irgendwas gehabt und jetzt hab ich das aus Versehen gegeben? War das ein Stück Gold oder was hab ich denn hier? Das sah so aus, als hätte ich hier ein Seesternchen, so ein trockenes Seesternchen gegeben. Dabei wollte ich erst mich um die anderen hier kümmern. Das mit dem Herz, das wollte ich gar nicht. Ich wollte dich einfach nur anquatschen, jetzt das hier. Was hab ich hier eigentlich gegeben? Da muss ich ja immer meine eigenen Aufnahmen, wenn ich das hier durch habe, dann werde ich auch mal gucken, was hab ich denn hier eigentlich aus Versehen gegeben? Das wollte ich echt nicht. Mann! Ich wollte das wirklich nicht. Manometer! So. Dafür würde ich die Beziehung mit Abby jetzt ein bisschen vernachlässigen. Und zwar mit Absicht. Schlicht und ergreifend, weil ich mich jetzt auch mal um die anderen kümmern will. Weil guckt euch alle an. Mal, der hat 4 Sterne, der hat 4 Herzchen, die hat 4 Herzchen, die hat 5 Herzchen, die hat nur 3. Guck mal, wie viele Leute ich hier eigentlich vernachlässigt habe. Die sind so einsam, die muss ich doch auch mal beschenken. Mann! Den Fokus werde ich jetzt erstmal auf andere Leute legen. Nicht, dass gleich eine Zwangsheirat kommt. Mann! Das wollte ich doch gar nicht. So. Das wollte ich echt nicht. Hallo. Ich schenke dir mal das hier. So, ich habe dir was beschenkt, geschenkt. Kann ich nicht gebrauchen. Meine Nase ist scheiße. Aber ist auch wurscht. Mann, ich wollte echt nichts geben. Was kommt dabei raus? So. Holly. Oh, ich dachte, Omis mögen Weihnachtssternchen. Ja, ist auch wurscht.
lecker. Ich probiere es einfach mal ein bisschen durch. Was mögen die, was mögen die nicht? Obwohl, ich frage das mal, weil ein bisschen Ernährung muss sein, dann ist die Welt voller Sonnenschein. So.